Schau mal, wie ich aussehe. Oh mein Gott. Richtig wild. Traurig, nein, wie mega müde. Wow. Shit, Leute. Ah, oh, brutal. Was ich wieder erlebt habe. Es ist unglaublich. Ich schwöre, es ist immer so. Oh Gott, wieso muss ich immer so Sachen erleben? Ich schwöre. Es ist richtig. Bäh, grusig. Auf jeden Fall. Ich habe es wieder mal durchgegeben. Ich habe wieder mal ein Wochenende gehabt, wo ich gefunden habe, yes, jetzt ist mal wieder mein Wochenende. Ich war ja kein einziges Festival gewesen. Nie wirklich die letzten paar Mal irgendwie durchgegeben und gefunden so, jetzt gebe ich mir mal auch wieder mal so eine verhängte Party durch. Auf jeden Fall sind wir da in Ausgang. Und mir ist bündig gegangen, wirklich, mir ist sehr gut gegangen. Genau so wollte ich es. Wollen. Jesus. Auf jeden Fall. Wir sind dort in Ausgang. Und ich habe null. Ich habe nicht irgendwie. Ich habe gewusst, ich bin horny, weißt du, so normal, oder? Wie eigentlich meistens. Aber ich bin nicht irgendwie so. Ah, ich wollte jetzt jemanden mit heine oder weißt du, was ich meine? Ich bin nicht so. Ich habe schon jemanden im Sinn gehabt, den ich länger kenne, wo ich weiss, man, wir können eigentlich gut zusammen Sex haben. Aber der war sturzbetrunken, wirklich so. Und es hat mich so abturnt. Ein Mann, der. Weißt du, ich kann nicht. Es turnt mich einfach mega ab. Wenn einer mega betrunken ist und ich soll dann ficken, so. Nein. So, du musst schon noch ein bisschen klarer Verstand sein. So, wenn ich gemerkt habe, ich kann nicht mal richtig reden, dann bin ich so, oh, okay, easy. Meine Güte, und wie immer, klar, sprechen mich Männer an und probieren es bei mir. Auf jeden Fall, irgendwie ist er so ein Typ dort gewesen. Und ich so, ja, easy, weißt du, so, er zahlt mir die ganze Zeit zu trinken. Er hat mich gefragt, ob er mich darf küssen darf, weißt du, was ich meine? So, fragt mich noch am Schluss der Party, ob ich mit ihm mitkommen will. Und ich so, ja. Am Schluss habe ich gefunden, so, ja, eigentlich bin ich schon ab und zu für einen Fick, irgendwie, weißt du, was ich meine? Und nachher war alles sehr schlecht. Oh Gott, wow. Wir sind go after. Wir hatten Afterparty bei meinen Freunden mit ihm. Und es war alles super gewesen, aber ich habe einfach gemerkt, dass er irgendwie nicht so fest will. Und dann war ich so, ah, vielleicht ist das ein Mann, wo man das zuerst muss zeigen muss. So, vielleicht spürt er es nicht so, dass ich Lust habe. Vielleicht muss ich das zeigen. Dann habe ich das irgendwie gezeigt und er, keine Ahnung, ist irgendwie immer noch nichts passiert. Dann habe ich so, ja, easy. Dann ist das halt so, weißt du, ich muss ja nicht mit jedem Sex haben, was ja auch gut ist. Und es muss mich auch nicht jeder wollen, weißt du, ich meine. Aber wieso hast du denn wollen, dass. Ja, weißt du, ich meine. Keine Ahnung. Und dann irgendwie habe ich gemerkt, dass er immer noch will mit mir ficken. Und ist so gekommen, so, ja, du musst mir schon zeigen, dass du mich willst. Und so, hä? Und dann habe ich ihm so ganz klar gesagt, ja, easy, komm nachher zu mir, hey, weißt du, so, wir können weiter noch zu mir gehen. After. Und das haben wir nachher auch gemacht. Aber ich habe immer noch gespürt, dass er irgendwie nicht so will. Doch, ich schwöre, ich habe es richtig gespürt. Und habe ihm so gesagt, schau, ich gehe jetzt heim, weil, ja, ich meine, ich bin müde. Ich will jetzt heim ins Bett. Kommst du mit oder gehst du auf Burgdorf? Und er so, nein, ich gehe auf Burgdorf.
Und dann innerhalb von 10 Minuten hat er doch, oder 5 Minuten, hat er doch noch seine Meinung geändert und ist zu mir gekommen. Und er ist richtig schräg geworden, Mann, wirklich. Und ich hätte diesen Typ nicht mit heimgenommen, wenn nicht meine Freunde ihn würden kennen, wenn nicht meine Kollegin, die ihn auch kennt, gesagt hat, das ist ganz ein guter. Nicht. Er ist zu mir heimgekommen, es ist keine Stunde gegangen oder so. Plötzlich. Es ist richtig schräg geworden. Es ist hure schräg geworden. Ich schwöre, ich habe das noch nie erlebt. Nein, nie! Ich habe ihm auch ganz klar gesagt, ich nehme nicht einfach Typen so heim, die ich noch nicht lange kenne, zu mir. Ich gehe eigentlich meistens so den Typen heim oder man fickt nicht mehr, ja, nicht mehr aus oder keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Man muss nicht gerade zu einem Fremden heimgehen, aber weil alle ihn kennt haben, die ich auch kenne, bin ich so, ja, weißt du, also, vor dem muss ich nicht Angst haben. Und in dieser Stunde haben wir rumgemacht und ich habe gespürt beim Rummachen, dass er irgendwie nicht so aktiv ist. Und ich habe ihm nachher erklärt, dass ich einfach, ja, ich bin nicht die dir die Hose abzieht, weißt du, was ich meine? Ich habe es ihm ganz klar in seine Fresse gesagt, so. Wenn du mir was schicken musst, auch du mir die Hose abziehen, mir, nein, weißt du, was ich meine? Du musst doch nicht irgendwie aggressiv oder so dumm, sub, devotmässig, aber ich bin schon eher der passiver, devoter Part. Das heisst nicht, dass man mich abschlägt, aber so. Und dann bin ich so, dann irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat mich, glaube ich, mega getriggert. Und er hat mir auch ganz klar gesagt, er kann das nicht. Und dann sind wir in ein mega Zeug gekommen. Oh mein Gott. Wirklich, in ein mega Zeug. Er hat irgendwie, glaube ich, Panikattacken bekommen. Wirklich, es war mega schlimm. Es hat mir so leid da. Er hat mir dann richtig leid da. Es war irgendwie so schräg. Er hat mir so leid da. Wirklich. Ich hatte, glaube ich, Panikattacken gehabt. Ist die ganze Zeit mit so Wörtern gekommen, die ich aus der Klinik kenne. So, ich muss mein Safe Place haben. keine Ahnung. Ich war schon so, Dude, du bist die ganze Zeit gekommen, hast mich wohl geküsst, hast mich mitgenommen, hast mich abgefüllt, hast mich noch mit Drogen abgefüllt, weißt du, wie ich meine? Du bist die ganze Zeit gekommen, so gehen wir weiter, ich komme noch zu dir. Du musst mir auch zeigen, dass du mich willst, weißt du, wie ich meine? What the fuck? Auf jeden Fall hat irgendeine Psyche geschoben bei mir daheim und ich habe gefunden, schau, ich kann dir schon helfen, dass es dir besser geht, aber ich denke, du musst auch ein bisschen selber etwas jetzt machen. So, ich habe ihm Essen gegeben, ich habe ihm so Klinik-Skills gegeben, ich habe ihm sogar meine Tabletten angeboten, weißt du, was ich meine? So Entspannungstabletten, die ihm so ein bisschen beruhigen. Ich habe ihm auch vorgeschlagen, wir können spazieren, damit deine Panikattacken weggehen oder deine Psychose, ich weiß doch nicht. Auf jeden Fall ist er gegangen. Und ja. Oh Gott, nein, wirklich. Er ist gegangen und ist null klar gekommen. 0,00000. So. Und ich war so, okay, ich muss jetzt das sehr schnell verarbeiten. Er ist dann einfach gegangen und hat so gesagt, du hast meine Nummer nicht, du weißt nicht, wer ich bin, das ist sehr gut, ich weiß auch nicht, wer du bist. Nein, das heisst, wir werden uns nie mehr sehen. Und ich so, okay, ist gut.